Hi, kleines Altbau-Update. Das Ding ist, hier ist beispielsweise die Decke jetzt an der Stelle weggekommen. Kann ich ja mal eben kurz nach oben schwenken. Tarek ist auch gerade dabei, die ganzen Nägel, die geschossen wurden, mit einer Zange rauszuziehen. Bisschen ärgere ich mich, dass ich da jetzt längst geschlitzt habe. Da jetzt die Decke nochmal abgehangen wird, kann man die Kabel eigentlich drüber schmeißen, was wir auch weitestgehend machen werden. Deswegen habe ich an der Stelle da auch schon aufgehört zu schlitzen, auch gerade wo Kamin ist und so weiter, also zu stemmen. Des Weiteren habe ich schon ein paar Unterputzdosen eingegipst mit Rotband. Das hier kann man am Ende abbröckeln, ist halt noch ein bisschen flüssig. Rotband hält ja richtig lange. Hier ist der ganze Sack, habe ich einfach Wasser hier in den Eimer reingemacht. Passt schon. Und dann im Endeffekt Rotband rein, bis ein kleiner Häufchen Berg zu sehen gewesen ist. Und dann hier mit dem Akkuschrauber und Rührer einmal alles durchgerührt und mit einem Spachtel reingeschmissen. Das Ding ist, die Leitung, die hier rausguckt, die haben wir einmal neu gemacht, weil die auch nach außen geht. Können wir ja mal hier gucken, da war eben noch der Durchbruch. Und die Außensteckdose, die wird an der Stelle eben einmal neu gemacht. Des Weiteren habe ich hier gerade in der Hand das von Kaiser, was ich auch verlinken werde. Da habe ich eben drauf geachtet, dass im Endeffekt die Unterputzdosen, ich kann das ja an der jetzt an der Stelle mal kurz ranmachen, dass es auf jeden Fall in Waage ist. Die eine mehr, die andere weniger. Ich glaube, ich hatte den hier drinne. Genau, so sah das ganz gut aus. Am Ende hat man auf jeden Fall noch Spiel beim Einbauen und so weiter. Aber da muss man dann gucken. Dann noch Rest, ja, hier wird schon ein bisschen härter. Alles reingeschmiert. Für die Steckdosen habe ich jetzt die kurzen Unterputzdosen aufgebraucht. Für Schalter selbstverständlich die tiefen. Das ist auch schon drin jetzt an der Stelle. Im Wohnzimmer muss ich noch ein bisschen schlitzen, bevor ich den eingipse und sowas. Der hier, der war auch noch nicht eingegipst. Da braucht man halt ein bisschen viel Rotband. Hat mir an der Stelle nicht gereicht. Mische ich bald noch einen Eimer an, wenn es dann da weitergeht. Der Schalter hier ist schon gut drin. Hier können wir auch eine kleine Probe machen. Wenn wir den hier reinstecken, zack, sehen wir auch, dass das gut in Waage ist. Und so ist das ein ganz gutes Hilfstool. Hier auch die Decke komplett weg. Die Latten bleiben natürlich, da kommen dann Gipskartonplatten. Um die Durchbrüche am Ende zu machen, nehme ich eine so eine Verstrebung einfach weg und kann da drüber einen Durchbruch durchbohren und dann von Schalter zu Schalter gehen. Hier ist der auch drin. Also soweit es geht, habe ich hier auf jeden Fall eingegipst. Und ja, nimmt Rotband, nimmt kein Elektriagips. Kann ich an der Stelle nur sagen, dass man auf jeden Fall schneller kann sich einen ganzen Eimer voll machen. Und die ist auch fertig. Schön was reingeklatscht und ist auch gut, wird schon fest. Hier habe ich ein bisschen zerruppt. Das kommt ja so gesehen weg. Habe mal die Spannung abgestellt, paar Sachen geguckt, wo ist was. Das hier beispielsweise geht hier alles unten hin, das ist Küche. Anderes ist Küche, Hof, anderes ist, also hier waren echt nur vier Leitungsschutzschalter. Die Leitungen, die ich hier abgeschnitten habe, das sind die Leitungen, die nach oben gehen. Hier gehen einige nach unten. Und die nach oben gehen, die haben sie hier irgendwie an der Decke so gelegt. Und dann sind sie nach hinten reingegangen zum Kasten. Haben sich hier so ein, ich glaube, das kann man hier ganz gut erkennen. Da so ein Loch reingemacht und da sind sie mit den ganzen Leitungen durchgegangen. Hier sind noch ein paar Stegleitungen. Aber wie gesagt, das kommt alles neu. So, kurzes Zwischenupdate. Draußen ist auf jeden Fall jetzt extrem dunkel geworden. Man sieht, es wurden schon diverse Leitungen an der Stelle gezogen. Ich kann auch kurz darauf eingehen, dass jetzt das auch schon komplett angezogen hat hier. Kann man das hier quasi schon abbröckeln. Zack. Und die Unterputzdosen, die sind nach wie vor, so wie man es von Rotband kennt, extrem fest. Glaube ich, werde ich auch bei Paula Verbaustelle mit Rotband machen, statt diesem Klemmfix.
Ansonsten habe ich das hier auch gerade eben noch fertig gemacht. Die eingebaute Waage. Einfach hier mit meiner Auto-Active-Flasche. Bisschen nass gemacht. Und dann Rotband rein. Dafür hat auf jeden Fall so 1,5 Becher an der Stelle gereicht. Kann man sich dann so separat anmischen. Des Weiteren hatte ich meine Stahlnägel nicht. Und dann habe ich hier schon angefangen, die Leitung mit Mantel festzuklemmen, sodass man die Zwischenräume mit Rotband beschmieren kann und die dann rausnehmen. Hat er gesagt, er hat sowas da. Habe ich selber noch nie ausprobiert. Aber mit Hilfe von einem Schraubendreher kriegt man das auf jeden Fall wunderschön da reingeklemmt. Ja, so sieht das Ganze aus. Werden im Baba im Nachhinein wieder rausgenommen. Ich weiß nicht, ob man die Teile verputzen kann, darf, aber da die so auf Spannung sind, kann es eventuell sein, dass der irgendwann nachgibt und rausspringt und dann der Putz rauskommt. Keine Ahnung. Naja, Leitungsverlegung fange ich jetzt hier mit dem Wohnzimmer an. Hier habe ich schon mal einen J5 x 1,5 Quadrat an der Stelle zwei Stück gezogen. Ich habe die mir beschriftet. Hier steht Wechsel 1, Wechsel 1. Das ist für den Doppelwechselschalter die linke Wippe beispielsweise. Und das hier ist Wechsel 2. Die gehen dann einmal nach oben. Da habe ich dann ein großes Loch gebohrt, wo auch aktuell drei Leitungen durchgehen. Im Endeffekt dann zum anderen Schalter. So sieht das Ganze aus, wo die Leitungen rauskommen. Dann die, die wir gerade eben gesehen haben, haben wir dann eben hier nochmal Wechsel 1, Wechsel 1, linke Wippe. Dann der andere 5-Wadträger hier, Wechsel 2 ist dann die rechte Wippe. Dann habe ich hier auch schon Lampe 1 hingezogen. Das ist eben die Leitung, die hier verläuft. Da habe ich dann mit einem langen Holzbohrer auch noch gebohrt. Das Ding ist, warum hier schwarz-grau gewesen ist. Einfach, weil sie im Vorfeld zweiadrige Leitungen gezogen haben. Naja, und jetzt haben wir hier die 3x15 direkt in Schalter. Und so passt das. Die vierte Leitung, habe ich die schon beschriftet? Ja, hier steht Lampe 2 drauf. Und Lampe 2 bin ich dann gegangen. Einmal wieder durch das Loch da. Und jetzt hängt die noch hier auf 7:30. Sagt er mir gleich, wo genau die positioniert werden soll. Und dann kann man sich das schon mal so ziehen. Also anpeilen, wo das hinkommt, abschneiden, durchfädeln, runterhängen lassen. Gegebenenfalls noch mit Kabelbinder fixieren, damit es nicht abhaut. Ich so zu ihm, jetzt hast du eigentlich die Möglichkeit, hier noch mit Spots zu arbeiten. Hat er auch seiner Frau erzählt, aber die möchte das auf jeden Fall nicht. Eine Hauptbeleuchtung reicht an der Stelle. Genau, und sonst kommt da dann die dreiadrige Zuleitung rein. Und von der dreiadrigen Zuleitung drücke ich mir entweder von Wechsel 1 oder Wechsel 2 der 5-Wadträgen den Braun rüber, damit ich da im Endeffekt die Phase habe für die Steckdose, die da drunter kommt und die Steckdosen, die dann noch hier hin verlaufen. Lampendrähte sind da drin und korrespondierende, je nachdem auf welchen Doppelwechselschalter, also auf welchen Wechselschalter von den beiden Wippen der drauf kommt, das entscheidet man dann im Nachhinein, aber so hat man auf jeden Fall alle Möglichkeiten offen. Genau. Hier sieht man noch den Holzbohrer, welchen ich dazu verwendet habe. Sonst hier viel mit dem Stemmhammer. Und gebohrt, da habe ich den hier genommen. Als Steinbohrer, um Durchbrüche zu machen. In der Form. Jo, alles ein bisschen chaotisch, aber so ist das an der Stelle. Weiter Kabel ziehen hier. So, jetzt sieht es alles hier schon ordentlicher und aufgeräumter aus an der Stelle. Da haben wir jetzt auch die beiden 5-Wadträgen drin. Haben geschaut, dass wir gut durch den Keller durchkommen. Hier habe ich schon geschlitzt. Die Zuleitung ziehen wir direkt aus dem Keller, da wo die Unterverteilung am Ende gesetzt wird, hin. Kann man unten an der Decke mit Leerrohren arbeiten, dann haben wir da 230 Volt. Direkt einmal für die Steckdose, dann wie gesagt die Phase auf eine von der 5-Wadträgen Wechselschalter 1, damit es rübergebrückt wird, einmal hier hin. Dann kann ich auch direkt Phase-Neutralleiter, Schutzleiter runterbrücken auf die Steckdose, weiterbrücken auf die
Insgesamt 6 Steckdosen. Lampendrähte haben wir da beide drin, wisst ihr ja, auf L1 von dem einen Wechselschalter, auf L2 vom anderen Wechselschalter. Die korrespondierende 1 auf die linke Wippe, korrespondierende 2 auf die rechte Wippe. Und dann passt da die ganze Geschichte. Hier dann eben die Zuleitung L1 auf den Wechselschalter Brücken, auf den L2-Kontakt. Und dann die korrespondierenden ebenfalls genauso anschließen, je nachdem auf welche Wippe das am Ende kommt. Wenn da dann die Zuleitung drin liegt, müssen wir weitergehen. Einmal hier unten durch den Schlitz für die Steckdosen. Dann weitergehen zu dem Kontrollschalter. Von dem Kontrollschalter dreiadrig nach oben zur ersten Lampe Außenbeleuchtung, zur zweiten Lampe Außenbeleuchtung dreiadrig und zur dritten Beleuchtung dreiadrig eben eine Schleife bilden, sodass hier 2 Adern rausgucken, da 2 Adern rausgucken, da hinten an der letzten Lampe eine Ader rausguckt. Soll einmal dauerhaft geschaltet werden über Kontrollschalter. Plus über Bewegungsmelder, bedeutet, hier ziehe ich mir auch noch eine 5-Adrige hoch, gehe dann direkt da raus, im Außenbereich wird an der Wand der Bewegungsmelder angebracht. Lampendraht habe ich direkt im Schalter drin, für einen Bewegungsmelder, Neutralleiter und Phase auch. Also Phase ist da drin für einen Bewegungsmelder, Lampendraht ist da drin für einen Bewegungsmelder und der Neutralleiter, sodass es eine Oder-Schaltung ist, entweder Kontrollschalter ist an, leuchten die Lampen, oder Bewegungsmelder erkennt was, leuchten die Lampen. Wenn beides aktiv ist, leuchten die Lampen. Nur wenn beides aus ist, dann leuchtet die Lampe eben nicht mehr. Damit ihr das auch gecheckt habt, wie wir das realisieren an der Stelle. Habe ich noch irgendwas vergessen? Genau, dann die 230 Volt werden von da von dem Schalter rübergebrückt, einmal Dauerstrom zu der Steckdose hier an der Stelle. Dann nach oben Durchbruch machen, damit wir hier rauskommen. Dann geht einmal die 230 Volt zum Schalter, dann wieder ein Stückchen hoch zu der einen Lampe. Und die 230 Volt werden runtergebrückt zu der Steckdose. Und dann müssen wir noch mit den 230 Volt quasi wieder hochgehen, dann wieder über die Decke. Schlitze werden alle zugemacht, aber der meint, er hat eh genug zum Verspachteln und alles Mögliche. Und dann gehen wir runter zu den letzten 4 Steckdosen und dann ist der Raum auf jeden Fall komplett abgehakt. Machen wir morgen fertig. Ist zwar Sonntag, aber die Nachbarn, die sind auf jeden Fall mega korrekt hier. Und ja, so geht es dann Stück für Stück immer ein bisschen weiter. So, ein Erfolgserlebnis hatten wir heute doch noch. Das Ding ist nämlich die 3x15 Zuleitung, beziehungsweise hier auch für die erste Steckdose aus dem Keller. Haben wir im 45-Grad-Winkel schräg durchgebohrt. Und wo sind wir rausgekommen? Gucken wir uns gleich mal an direkt. Er hat sogar extra Licht vorbereitet. Aber gut, das brauchen wir eventuell sowieso am Ende. Hier ist die Trommel. Und hier ist das Löchlein, richtig gut am Eck vorbei. Und dann kann man hier oben direkt ein Isolationsrohr ziehen. Dementsprechend geht man dann hier hin, sodass man dann im Endeffekt da ankommt, wo dann dementsprechend die Verteilung sitzen wird. Dann glaube ich, haben wir für heute genug. Das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und tschüss.